Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Hier vom Platz, wo später einmal das große Schloss Hundsgrab stehen wird. Was noch keinen Namen habt, ihr habt schon ein paar schöne Namen eingesendet. Aber ich will noch ein bisschen warten, ich will noch ein paar Namensvorschläge haben. Ich mag das nämlich, wenn ihr euch da was kreativ, wenn ihr kreativ seid, euch da was ausdenkt. Da hinten ist die Brücke und ich warte hier auf die Kiri und den Flo. Die haben nämlich gesagt, sie wollen heute für euch die Botschaft vorstellen und natürlich auch für mich. Ich war auch noch nicht drin. Ich weiß also auch noch nicht so richtig, wie das aussieht. Ja, und dann warten wir mal auf die beiden. Die müssen ja eigentlich bald ankommen. Huhu. Hallo. Seid gegrüßt. Hallo. Glück auf, ihr beiden. Liebe Kiri und lieber Flo. Tja, ihr habt einen Auftrag sozusagen erfüllt und habt eine Botschaft gebaut. Aber ihr habt noch sehr viel mehr gebaut, wie ich hier schon gesehen habe. Ja, ein bisschen. Eine Brücke. Eine gigantische Brücke, die verschwindet da hinten im Nebel. Also man kann das Ende wirklich nicht sehen. Und ihr habt hier schon eine kleine Pferdekoppel angelegt. Ja, was habt ihr denn heute geplant? Das ist ja sozusagen heute eure Folge. Ich bin ja hier nur Begleiter, nur Aufzeichner, nur Berichterstatter oder Stadtschreier von dieser Folge sozusagen. Ja. Die Brücke können und ja mal die Botschaft. Also die Brücke und die Botschaft. Dann würde ich das sagen, machen wir zuerst die Brücke. Schauen wir mal, wie lang die ist und wie gut euch die gelungen ist. Auf jeden Möchtest Fall sind du die auf dem dritten Pferd hier reiten, weil die ja, ist gerne. Lang. Gerne. Okay, dann brauchen wir nicht laufen, dann kann das Pferd laufen. Das ist ein schönes Pferd, sieht so ein bisschen ins Rötliche. Sieht so ein bisschen aus und wie das von Flo. Nach seiner Mutter. Ja, ah, okay. Nach seiner Mutter. Mhm. Okay, okay. Ist also eine Kreuzung zwischen hier Skyline und Sturmwind, ja? Sturmwind. Sehr schön. Ich teste es mal kurz. Wir haben ja hier jetzt so einen riesen Parcours. Sozusagen eine Riesen. Ist ein sehr guter Springer. Okay. Gucken wir mal. Wie gesagt, kommt aus seiner Mutter. Skyline ist auch ein Springer. Ja. Juhu! Ja, das geht richtig ab und ist ein guter Springer. Oh. Ja, aber hier bei Flo sieht man es auch, wie hoch das Ding springen kann. Das Ding. Das Pferdchen. dann würde ich sagen, dann reiten wir nochmal über die Brücke. Hat noch keinen Namen. Müssen wir heute noch eine finden? Us. Also auf jeden Fall sind die Tore schon mal hoch genug, um da durchzureiten. Das ist doch schon mal viel wert. Und ungefähr alle 50 Blöcke kommt hier so eine Tour. Ah ja, okay. Und also das, nicht ungefähr, die Türme genau stehen dann mit Balken sozusagen in den einzelnen im Meer. Hier sind ja die befestigt. Sehr schön. Ich hoffe, dass nicht irgendein Sturm kommt und das Ding wegreißt. Aber wir haben ja eigentlich immer ziemlich glatte See hier in Hundsgrab. Aber da kann man auch hoch, habe ich gerade gesehen. Hier geht eine Leiter hoch. Ja, in jeden Turm kann man auch reingehen. Okay, dann steige ich mal. Und in ein paar Turmen sind sogar Betten drin. Hallo, Hilfe, ich bin ins Wasser gefallen. Verdammt. Wo? Hast du Dreck oder so? Ja, ich habe was dabei. Moment, ich baue mich hier wieder hoch. ich bin abgestiegen vom Pferd, aber zu nah an der Kante. Nein, zu nah an der, ja. Sind auch ein paar Betten drin, falls man gerade auf der Durchreise ist. Ah, okay, und das, kein Bett hat. Das ist auch gut. Hops. Ich versuche das mal wieder ein bisschen wegzureißen hier, dass man es nicht gleich sieht. So, Schaufel habe ich ja auch dabei. Noch von meinen Planierarbeiten in der letzten Nacht. Okay, jetzt kann ich hier aber mal hochgucken in den Turm. Hier ist, glaube ich, kein Bett drin, aber man kann hier rein. Fackeln habt ihr hier keine drin in den Türmen, ne? Nee, kann man auch noch nachholen. Ja, ist auch nicht so schlimm. Ich meine, hier auf dem Meer. Eigentlich ist ja niemand in dem Chunk. Genau. Heppa. Ich schlafe alle Nacht. Bin wieder aufgesessen und ich werde nicht mehr absteigen, habe ich mir gerade vorgenommen. Was? Da hinten ist schon der Knick. Ich habe das auf einer von einem Chronisten gezeichneten Karte gesehen. Der hat. Ja, wir mussten hier in. Ja, man hört dich gut. Man musste hier einen Knick reinmachen, weil da vorne ja was Dune schon gebaut hat und da wollten wir so, nicht unbedingt. Okay. Hat der Dune sich eigentlich schon mal zu Wort gemeldet bei der ganzen Sache? Nein, wir haben den keinen Mal leider gesehen. Oh, schade. Und von hier sieht man dann, dass es in Richtung Hundsgrab geht. Wenn man ja, sehr schön. Guckt. Auf der anderen Seite ist hier ja die Fahne von Bocksprung und hier die Fahne von Hundsgrab. Sehr schön. Naja, damit man immer weiß, wo man hinreitet. Wollten wir eigentlich einen Weg anfangen, hatten dann aber nicht genug Kies. Ach, hey. Ich sehe gerade, es wird dunkel und ich habe kein Bett dabei, aber ich glaube, da hinten ist ja so ein Häuschen. Da können wir mal hinreiten. Da müssten eigentlich noch Betten sein. Ich habe auch noch Wolle dabei. Ah, hervorragend. Hier sind auch Betten. Also bei Bocksprung hat man eigentlich keine Wolle zu suchen lange. Ja, ich stelle das Pferd hier einfach mal zwischen die Schafe und hoffe, dass es hier stehen bleibt. So, hopp.
dann können wir uns nämlich hier in dieser kleinen Hütte für die Reisenden sozusagen erstmal hinlegen und schlafen jetzt diese Nacht im Bocksprung. Und morgen geht's ja nach Hunsgrab und dann bin ich ganz gespannt schon auf die Botschaft. Ja, Flo, ich glaube, wir müssen uns ein Doppelbett teilen. Ach, das muss ich bei Zoran auch schon ertragen. Ja. Ups, ich bin wieder aufgestanden. Warum das denn? Schlechte Träume vielleicht? Ja, vielleicht schlechte Träume. Von den neuen Landen, die wir bald reisen. Und von den einäugigen Riesenfischen. Ach, tröste dich. Zoran hat mich auch immer aus dem Bett geschoben. Okay. So. Er braucht wahrscheinlich viel Platz. Ja, Bocksprung liegt da hinten. Das wollen wir jetzt aber nicht bereisen. Wir reisen jetzt nach Hunsgrab zurück und dann schauen wir uns mal die Botschaft an. Da bin ich schon echt gespannt. Ihr habt ja 2 Wochen, habt ihr an dem Ding gebaut. Ihr wart natürlich jetzt nicht jeden Tag da und habt gebaut, sondern gab auch mal Tage, wo ihr mal nicht da wart. So Ruhetage sozusagen. Ja, na? Wir sind auch haben ein paar nach anderen Städte auch ein bisschen angeguckt. Wir waren überall in Städten, auch in Exe. Ja. Also so eine kleine Weltreise gemacht sozusagen. Ja. Wir haben uns dann auch überlegt, ob wir eine Brücke nach Exe bauen. Das wäre ein bisschen. Das wäre ein bisschen viel. Obwohl von Hexenmacht ist das gar nicht so weit. Für den Wolltransport ist diese Brücke natürlich ganz hervorragend geeignet. Da kann ich hier also jetzt jederzeit einfach mal schnell rüberreiten nach. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben mindestens 20 Stacks Holz in dieses Ding investiert. Das glaube ich, das glaube ich. Wir haben ein bisschen den Wald geforstet. Ja, aber wir haben auch wieder angepflanzt. Ja, das ist gut. Wenn man es wieder anpflanzt, dann ist es ja ein nachwachsender Rohstoff, ist ja dann überhaupt kein Problem. Ja, Leute, guckt mal hier. Ja. Die Stämme, die tragenden Stämme hier an den Seiten, die sind komplett aus Fichtenholz, also aus massivem Fichtenholz. Und auch die Türme, da ist das Fachwerk auch aus massivem Fichtenholz. Das wäre natürlich sehr viel günstiger gewesen, wenn ihr da jetzt Bretter genommen hättet. Aber so sieht die aber gut aus. Und muss Stämme ist natürlich ziemlich viel stabiler. Und für eine Brücke, deswegen, wenn wir aus Brettern gemacht hätten, hätten wir alle 25 oder so eine Brücke machen müssen. Ein Absteigen. Ein Turm. Ja. Ja, es ist ein Riesenaufwand, den ihr euch da zugemutet habt. Und ihr habt es ja fertig gekriegt. Unglaublich. Jetzt ist natürlich eine Frage ganz groß. Würdet ihr sagen, dass eine Woche für so einen Bau einer Botschaft ausreicht? Weil es werden ja vielleicht nach euch auch noch welche kommen, die hier eine Botschaft bauen. Ja klar, das denke ich schon. Wenn man sich wirklich ranhält, man muss aber dann gucken, dass die Woche auch wirklich, dass man da wirklich Zeit hat, weil da muss man schon ein paar Nachmittage arbeiten. Ja, das glaube ich. Also würdet ihr sagen, eine Woche reicht aus? Wir haben ja auch nicht unbedingt immer an der Botschaft gebaut. Ich glaube, die wenigsten hat dann wirklich an der Botschaft gesessen. Als andere haben wir halt zum Beispiel die Brücke gebaut oder haben die anderen Städte erkundet. Ja. Ja, gut. Kann man ja mal nutzen, die Gelegenheit, wenn man hier so für eine längere Zeit in der Welt ist. Dann kann man sich auch mal richtig umgucken, kann mal einen kleinen Urlaubsbummel sozusagen machen, sich mal alles angucken. Und ihr habt ja auch live sozusagen miterlebt, wie hier unsere Bahn und der Spielplatz entstanden ist. Wir durften ja sogar mitfahren. Ja, genau. Da war der neulich schon mal in der Folge da. Und jetzt kommen wir dem großen Moment immer näher. Da ist nämlich die Botschaft von Wolfsberg. Und jetzt erzählt mal ein bisschen was darüber, was ihr euch dabei so gedacht habt und was euch da bewogen hat, die so zu arrangieren. Ja, also am Anfang war es halt nur ein Gebäude aus grauem Lehm und Holz. Ja. Und dann haben wir halt noch ein etwas wertvollerer Blöcke reingesetzt. Ja, weil wir einfach viel zu viel hatten. Und wir wollten dir nicht alles andrehen. Das kommt so. Ich hab mich verschluckt, kleinen Moment. Himmelherren, was für ein Frosch ist da in meinem Mund gesprungen. Oh. Das war bestimmt ein Leopardenfrosch. Leopardenfrosch? Was sind das denn für Viecher? Das hast du mal gesagt. Ah ja, stimmt, genau. Ja, genau. Leopardenfrösche, genau. Ja, Freunde, es geht wieder, danke. Oh. Also es ist eine sehr aufwendige Konstruktion und sie fügt sich hier sehr schön in die Straße, also in die Kronhauptallee ein, muss ich sagen. Ziemlich kleine Fenster hat das Gebäude. Zu den Seiten macht das ja nichts aus, weil da kommt ja sowieso dann gleich das nächste Haus. Und jetzt bin ich natürlich unglaublich gespannt, wie das Ganze von innen aussieht. Also gehen wir mal rein, meine lieben Freunde. Das sollte auch so ein bisschen dran erinnern, weil wir sind ja Schattenkrieger und so eine richtige Schattenkriegerstadt ist jetzt in Wolfsberg ja nicht so, weil da ein Bund gemischt ist aus Leuten, die da wohnen. Aber so eine richtige Schattenkriegerstadt ist ja eher so grau und dunkel und unauffällige Farben. Ja, genau, okay, so alles klar. Für alle, die es nicht wissen, Schattenkrieger ihr seid ja Schattenkrieger aus Wolfsberg und daran habt ihr das Ganze auch so ein bisschen angelehnt. Hier ist der Empfang.
Ja, hier ist der Empfang. Hier ist dann eine freundliche Dame oder auch nicht. Ja. Und die sagt dann, oder ein freundlicher der nächste bitte oder geh raus oder... Geh raus? Lass dich ihn überblicken. Ja, wenn zum Beispiel Schlangenzungen-Nick hier vorbeikommen würde, da würde der ihn wahrscheinlich rausschmeißen. Hier die Fahne des 3M-Landes. Ist halt der Warteraum. Ja. Hier ist der Warteraum und kein Baufehler. Kein Baufehler? Zu den Büros? Hier ist kein Baufehler. Hier gibt es nichts. Bitte gehen Sie weiter. Auch hier kann man sich dann schön hinsetzen, kann man sich noch ein Buch nehmen und dann warten, dass man irgendwann drankommt. Und, hier und der Teppich, der ist auch in Fahnenfarben von Wolfsberg gehalten. Ah, sehr schön. Ja. Grün-blau. Grün und hellblau. Himmelblau sozusagen. Was mich mal interessieren wird, ist ja eigentlich schon mal ein Dorfbewohner aufgekreuzt? War hier schon mal einer drin oder haben die das bisher vermieden? Ja, vorübergehend einmal ganz unten drin war einer, der ist dann wieder rausgegangen. Hat gemerkt, ah nee, hier bin ich falsch. Ich bin ja gar kein Wolfsberger, bin ja Hundsgraber. Naja. Gut, dann schauen wir mal weiter nach dann oben. Hier oben sind dann die Büros. Ja. Das war also bei mir eine Krompeloma. Eine Krompeloma, jawohl. Ja, das ist halt hier. Ja, die kann so schlecht gucken und deshalb hat sie das wahrscheinlich verwechselt. Hier wurden halt mit Treppen gearbeitet, dass hier noch so ein paar Löcher sind, aber das ist trotzdem noch eine massive Maus. Mhm. Ja. Das ist die Einwanderungsbehörde. Und hier drin sind halt zwei Büros. Ja, hier sind so zwei Büros. Genau. Zwei Leute. Zum Beispiel die Kiri und du können dann hier am Schreibtisch sitzen und mit den Leuten reden, die gerne nach Wolfsberg einwandern wollen oder zum Beispiel auch aus Wolfsberg kommen oder so. Ja, sehr schön. Von innen habt ihr das echt schick gemacht. Ich krieg das ja mit den Einrichtungen immer nicht so richtig gebrezelt. Ja, schön. Das hat komplett gemacht. Man glaubt es kaum, aber fast komplett hat das gemacht. Ui, Respekt, Flo. Weil ich hatte da irgendwie nicht so Zeit. Halt noch ganz karg eingerichtet Schlafplätze. Ja. Und hier ist gar kein Teppich, da ist wahrscheinlich hier ist wieder kein Baufehler. Hier fehlt kein Teppich, bitte gehen Sie weiter. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, naja, gut. Und hier oben ist das Dach. Da ja, aufs Dach gehen wir auch noch. Vielleicht. Hier ist ein Dachboden. Okay. Da ist einfach nichts. Dachboden halt. Kann man nicht viel falsch Ups. machen. Sehr schön. Oh, hallo. Wir hätten eventuell in den Aufnahmechannel gehen sollen. Fällt mir gerade auf. Da ruft irgendwer. Da ruft jemand von fern. Wir nehmen gerade auf, wir haben aber den Kanal nicht gewechselt. Entschuldigung. Kein Problem. Da ruft jemand von weit fern. Dann bis du morgen in der Folge. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Freunde, also, hier ist der Dachboden. Und auf dem Dachboden ist erstmal nichts außer ein paar Kisten und einer Werkbank. Die eben gerade dahingestellt wurden. Ja. Nee, die stand schon da. Ach, das stand schon das war alles schon Illusion. So. Ja. Okay. Das ist Illusion. Ja, gut. Ich habe noch was Schönes zum Hinstellen hier. Oh, ein Zaubertisch, auch nicht schlecht. Ja. Was war so alles dabei? Ich hab meinen Schattenkrieger. Ich guck gerade mal. Meinen habe ich woanders. Oh, ich habe auch noch was Schönes zum Hinstellen. Nein. Och, ja. Danke. Nein. Ich hätte doch das passende Werkzeug dazu. Ich habe leider keinen Blumentopf dabei. Ja, ein Feuerzeug hast du auch dabei, sehr schön. Was, willst du uns einen TNT im Blumentopf hinstellen? Nein, ich hab keinen Blumentopf dabei. Das ist das Problem. So, Freunde, ihr habt das ganz ausgezeichnet gemacht, eine wunderschöne Botschaft mit allem, was dazugehört, hier ein Bereich, wo die Einwanderer schlafen können, hier mit den Büroräumen, das ist richtig klasse geworden, hier die kleinen Guckfenster direkt gegenüber vom Hotel hausiert ihr hier sozusagen und ich beglückwünsche euch, ihr seid die Ersten, eigentlich die Zweiten, weil wir haben ja schon die Botschaft von Zion. Aber ich beglückwünsche euch zu eurem Platz jetzt hier für immer und ewig in Hunsgrab. Und wenn ihr das nächste Mal wieder hier seid, dann habt ihr sogar schon eine eigene Botschaft, in der ihr schlafen könnt. Ist das nicht klasse? Ist es. Ja, ich habe ja auch ein eigenes Haus in Hexenwacht. Eins fällt mir jetzt gerade noch ein. Habt ihr euch eigentlich schon verewigt auf der Besucherwand? Ich glaube nicht, ne? Am Spawn-Tempel? Nee, nicht, dass ich wüsste. Da müssten wir das noch machen. Dann gehen wir jetzt da zusammen hin. Hier nochmal die Botschaft von Wolfsberg von einer anderen Seite. Es haben ja schon ganz viele in den Kommentaren geschrieben, dass denen die Botschaft richtig gut gefällt. Und jetzt haben sie es auch von innen gesehen und ich denke, das wird auch richtig gut ankommen. Und dann müssen wir mal sehen, welche Botschaft die nächste ist, die hier entsteht. Oder ob dann erstmal ein anderes Gebäude kommt, da müssen wir mal schauen. Die Besucherwand, die habe ich ja vor so, keine Ahnung, 100 Folgen oder so mal angefangen. Ich glaube, damals war der, wer war denn da? Der Shavo oder war das der Shadow, ne? Genau, der Shadow Sky war da.
Und da haben sich jetzt schon ein paar Leute eingetragen. Und natürlich seid ihr ja auch hier meine Besucher gewesen jetzt für diese 2 Wochen. Habt euch also auf der ganzen Welt so ein bisschen umgeschaut. Wart auch ein Schlangenstein auch? Ja, ne? Bestimmt. Ja, klar. Wir haben uns alles angeguckt. Alles. Genau. Ja, ich habe auch meine Schmiede in... Ich habe ja eine eigene Schmiede. Ja, genau. Auf der Hexenwacht. Ja, auf der Hexenwacht. Sagt man ja nicht. Ja. Es wird schon wieder dunkel. Ich habe immer noch kein Bett dabei. Das ist echt ein Witz. Ach ja, die Sache mit den Betten, das ist gar nicht so einfach. Ich habe immer noch Wolle dabei. Ja, dann lass uns mal schnell ein Bett bauen. Ich habe aber nur ein grünes Bett, also eine grüne Wolle. Das macht nichts. Ich schlafe auch in grüner Wolle. Holz habe ich, ganz zufällig. Hier so ein bisschen. Und jetzt brauche ich noch die Wolle. Grüne Wolle, hervorragend. Habt ihr ein Bett? Ja. Okay. Dann würde ich sagen... Der Schnelligkeit. Ich schlafe hier... Gemälde habe ich aus Versehen gepackt. Ich schlafe mal hier im Ofen. Das ist mein kein alkoholisches Getränk. Hier am Ofen, kurz vorm Spawn-Tempel, wird jetzt nochmal eine Nacht verbracht. Und es wird schnell dunkel. So, ein neuer Tag. Und wisst ihr was, Leute? Das ist heute der letzte Tag im Mojangs Zeitenlauf 1.7. Ab morgen wird hier eine neue Zeitrechnung anbrechen. Dann werdet ihr schon wieder auf dem Weg nach Wolfsberg sein, weil ihr habt ja bestimmt noch eine Menge zu tun, denke ich mal. Da ist ja einiges an Arbeit liegen geblieben. Auf euren Schreibtischen. Ja, da kommt jetzt auch Mojangs Zeitalter. Also da bricht auch bald Mojangs Zeitalter an. Oh ja, das neue Zeitalter. Und wir werden dann bald die große Reise wagen. Vorher natürlich noch mal ein bisschen so die neuen Sachen vorstellen, die es so gibt. Türen auswechseln. Ja, vor allen Dingen Schleim in die Hüpfburg machen. Das wird noch mal ganz interessant. Mal sehen, wie die Bürger damit umgehen. Ja, ihr seht schon, hier, das ist die 7-Tage-Hundsgrabwand. Die ist es nicht. Wir müssen hier unten hin. Hier unten müssen wir hin. Hier haben sich schon ein paar Leute eingetragen, nämlich die Julia Twin, der Shadow Skulls, die Oma Luisa, der Yoshi, der gesprächige Wusimo und der Cowboy Joe Slow, wie so Cowboy. Ja, und ihr könnt euch jetzt einen schönen Platz hier aussuchen und euch hier auch eintragen auf der Wand der Besucher. Okay, sie sind beide am Schreiben. Wir sind gespannt, was sie draufschreiben auf die Schilder. Okay, weil hier geht das Schild irgendwie nicht ab. Echt nicht? Geht nicht ab? Hexenmagie? Aber stimmt, weil der Spawn hier ist, wa? Geh mal beiseite, Vorsicht. Ah. Ich geb dir das mal. Hexenmagie. Da, hinter dir. Da. Ich kann so nicht setzen. Freunde. Du kannst auch nicht setzen. Das liegt an der Spawn Protection. Ja, genau, da musst du wahrscheinlich. Ich geb dir mal die Schulter wieder. Ja, okay. Da tue ich mal hier unter der Kiri. Dann kann ja hier nur ich unterschreiben, dann sozusagen. Ja, oder ich einfach muss diese... die Spawn Protection... Genau. Oh, jetzt habe ich ein E drauf geschrieben. Na gut. Dann mach einfach hier irgendwo. Hier um die Ecke kommen die Tafeln ja dann auch noch weiter. Da habe ich aber noch keine Sandsteine angebracht. Denn ich denke mal, den ein oder anderen Besucher wird es schon noch geben, der hier Hundsgrab besucht. Wer ist denn E? E? Das ist der Emil. Aber ja, oder vielleicht heißt er auch nur E. Der war mal nur ganz kurz hier, deshalb hat er nur einen Buchstaben geschrieben. Der 2 Minuten, 1 Minute, 1 Buchstaben. Oder das ist sein Codename. Vielleicht ist der Kollege von Ingolin. Ja, Freunde, wie seid ihr eigentlich angereist? Mit Pferden oder seid ihr zu Fuß angereist? Oder am Hafen angekommen? Ich weiß es gar nicht, war zu dem Zeitpunkt gar nicht da. Also ich weiß es nicht, ich bin nur alleine angereist. Wir sind ja gar nicht so weit angereist. Ich war zuerst da. Ja, ich liebe Freunde. Bei mir gab es ja noch ein paar Probleme. Ja. Ah ja. Vier auf der Fahrbahn. Ihr wollt ja bestimmt eure Pferde wieder mitnehmen, denke ich mal. Also Skyline und den Sturmwind. Ja, dann gehen wir das dahin zurück. Das kannst du behalten. Wirklich? Ah, das ist ja, schenken wir dir. Das ist nett, da brauchen wir noch einen Namen für, ne? Unbedingt. Also schreibt mal, wie wir den nennen können. Es ist also ein Kind, also sozusagen ein Nachkomme. Nee, Nachkomme ja nicht, dann wären sie ja tot. Das sind sie ja nicht. Es ist ein Erzeugnis, hat vorhin irgendwer gesagt. Das ist auch schön. Ja. Ein Fohlen. Ein Fohlen von... Nee, nicht mehr, ist schon ausgewachsen. Ja, jetzt, es war mal ein Fohlen. Wir haben Äpfel in den Hals gestopft. Ja, ein Nachkomme ist es nicht. Und hier ist die Katze, guck mal. Die habe ich hier hingesetzt, als die Julia da war. Bleib mal schön hier sitzen, pass mal auf alles. Hier auf die Monster im Berg. Wenn hier überall Katzen rumsitzen würden, würden dann die Creeper eigentlich von den Wänden fernbleiben?
Weil Creeper haben ja Angst vor Katzen, ne? Vielleicht, keine Ahnung. Das müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht können wir damit unsere Wände schützen, dass die nicht von den Creepern zerstört werden können. Das wäre ganz interessant. Die Leute, die hier gerade das gucken, Wände? Ich dachte, ja, die können ja dann einen Namen Vertrag mit den Creepern ausgehandelt, dass es nicht mehr geht. Da könnt ihr deinen Namen für das Pferd in die Kommentare schreiben. Genau, schreibt mal einen schönen Namen für das Pferd, was ich geschenkt gekriegt habe hier von dem Flo und der Kiri. Denkt euch nochmal einen schönen Namen auf und schreibt den bitte mal in die Kommentare. Und den Namen, der mir am besten gefällt, den werde ich dann übernehmen für dieses... Und das Pferd ist männlich. Für den Rappen. Nee, Rappe ist es ja nicht, es ist ein Pferd, Pferdemann. Ein männliches Pferd. So, jetzt haben wir's. So, Freunde, hier haben wir die Aufnahme gestartet und hier beenden wir sie auch wieder. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr hier in Hundskrab wart, dass ihr all die schönen Sachen gebaut habt, hier die Brücke und vor allen Dingen eure Botschaft, was ja auch euer Auftrag war. Ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder hier in Hundskrab und dass wir noch viel zusammen erleben können. Wenn wir jetzt wiederkommen von unserer großen Reise, wird es da bestimmt nochmal Möglichkeiten geben, irgendwas zusammen zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, klar, auf jeden Fall. Das letzte Wort haben natürlich wie immer, wie fast immer, unsere Gäste. Ladies first. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedergesehen, meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Hier und aus spielt tapfer weiter Minecraft. Ja, genau. Und gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Okay, Leute. Hui!